Wenn Golomb darf ich nicht reden, er redet für sich allein. Ich rufe ihm nicht mein Lehrer, ich rufe ihm mein Rebbe. Für was? Weil er ist ein größer Pädagoge, ein bekannter Weltpädagoge. Er ist, wie ihr wisst, einmal Direktor vom Jiddischen Lehrerseminar in Vilna. Und er hat uns gelernt im Seminar 8 Stunden am Tag als auf Jiddisch. Er ist mein Lehrer 8 Stunden am Tag. In 3 Jahren, er und seine Frau Rivke. Und versteht sich, man hat ihm sehr kritisiert. Man hat ihm gerufen, Antizionist. Er ist nicht gewesen, kein Antizionist. Er ist gewesen, er hat gehalten von allgemeiner Jüdischkeit. Was heißt allgemeine Jüdischkeit? Alles, was ist jüdisch, ist gut. Das heißt, es ist ein Fleck der Flugzeuge, sagen alle mal. Also, er hat eine Mami, und eine Mami hat 5 Kinder. Und er hat 5 Finger. Welcher Finger ist wichtiger? Alle Finger sind wichtig. Alles, was hat zu tun zur jüdischen Geschichte oder zum jüdischen Volk, ist wert. Er hat mit uns gelernt Biologie, er hat uns gelernt Psychologie auf Jiddisch und Pädagogie, versteht sich. Pädagogie, überhaupt Pädagogie. Wir haben ein paar Lexis von Hebräisch, aber wir haben nicht gehört in der Volk. Lernen Hebräisch, der Pfarrer und mir sagt nicht ausgelernt Hebräisch. Und ich kenne ein bisschen Hebräisch, weil ich auch noch dem ausgelernt allein privat.